Hallo, der Matthias ist hier und ich freue mich, dass du dir das Video wieder anschaust. Ich bin heute mal wieder rausgefahren, hier bei uns an der Nordseeküste, in die freie Natur. Es ist schönes Wetter, die Sonne scheint wieder richtig schön, schön warm. Und dann werde ich jetzt gleich mal wieder die Mavic Air 2 starten und ein paar Aufnahmen von unserer schönen Umgebung hier für euch machen. Los geht's. Mit der interessanteste und schönste Ort, an dem ich jemals war, ist natürlich Palawan auf den Philippinen. Diese Inselgruppe ist wunderschön, natürlich touristisch ziemlich sehr erschlossen, aber es lohnt sich immer wieder, einen Besuch dort abzustatten. Ich habe mal einen neuen kleinen Clip aus meinem Material für euch zusammengeschnitten. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns dann am Schluss des Videos nochmal.
gonna run up in the morning, let it take me. Inhale and let it out like reservations. Exhale and breathe, I'm praying for some patience. Proceed, I think I'm high as a kite. Don't call me for the light, I want a bright night. For sure I'm not sure, cause they keep it fight. I got my hands up. So, dann seht ihr mich hier auch schon wieder auf dem Rückweg. Ich bin heute nicht ganz so viel geflogen. Irgendwie gibt es solche Tage, wo man nicht so hundertprozentig die Lust dazu verspürt. Oder irgendwas an der Umgebung ist nicht so ganz stimmig. Ich hoffe, dass ich ein paar ganz gute Aufnahmen bekommen habe. Die werde ich dann für euch zu einem kleinen Videoclip zusammenschneiden. Und ansonsten will ich dann in dieser Woche und in der kommenden Woche nochmal ein bisschen die Aufnahmen von früher bearbeiten, die ich so habe, von meinen Fernreisen. Zurzeit kommen wir leider nicht dazu, zu verreisen in die Ferne, müssen zu Hause bleiben. Und da ist es natürlich immer wieder mal schön, wenn man mal ein Video und ein paar Fotos aus fernen Ländern sehen kann, um sich ein Bild zu machen, was es da alles so Schönes zu sehen gibt. Deswegen mache ich dann für euch bald diese kleinen Clips. Erzähle dann auch ein bisschen was dazu. Versuche ein paar Infos aus meiner Sicht zu geben zum Reisen in den jeweiligen Gebieten. Irgendwann werden wir sicherlich auch wieder Fernreisen machen können. Und bis dahin erfreuen wir uns halt an den Aufnahmen, die wir schon so haben. Ja, dann bleibt mir nur euch zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr Spaß habt. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut und bis bald. Euer Matthias.